Wir haben das wirklich gar nicht richtig mitgekriegt. Ob wir schon drüber weg waren, über die Grenze. Ob wir da jetzt wirklich schon auf der anderen Seite, weil wir, ja, da war ja ein riesiges Chaos im Abteil. Da war alles zerwühlt und komplett durcheinander. Wir mussten das alles erstmal wieder, das musste ja zurück in die Koffer und in die Körbe. Das musste alles wieder in die Taschen rein. Da habe ich nicht aus dem Fenster gucken können, ob da draußen schon Westen mit einem Westauto irgendwo oder... Wir haben uns beeilt wie die Irren. Aber das hättet ihr doch wirklich wissen können, oder nicht? Dass im Westen immer alles viel zu knapp sein würde. Das hättet ihr in der Tat wirklich wissen können. Sag doch mal, Mutti, mal im Ernst. Das hättet ihr euch doch vorher ein bisschen genauer überlegen können. Erinnere dich. Erinnere dich genauer. Erinnere dich mit ein bisschen mehr Präzision. Ja, ich versuch's. Die erste Farbe. Erinnere dich an die erste Farbe im Grau in Grau. Die erste Farbe war der Westen. Der Westen war der Inbegriff von Farbe. Im Westen war dann alles bunt. Die Straßen waren bunt. Die Häuser an den Straßen waren bunt. Die Autos vor den Häusern in den Straßen waren bunt. Die Menschen in den Autos vor den Häusern der Straßen waren bunt. Die Müllsäcke, die sich vor unserer neuen Tür stapelten, waren bunt. Nachdem er wieder in sein Auto gestiegen und zu seiner Behörde oder zu anderen wie uns gefahren war, sind wir losgerannt. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof sind wir gerannt, ja. Und da hat das auch angefangen mit dem Schwitzen. Wir haben geschwitzt wie die Blöden und sind trotzdem immer weiter gerannt, um die Tickets zu kaufen, die damals noch Fahrkarten hießen. Wir kamen gar nicht auf die Idee, die Bimmel zu nehmen. Wir hätten es verstanden, wenn du irgendwann gegangen wärst, wenn du irgendwann einfach hättest gehen wollen oder gemacht hättest, dass er... Das war doch kein Leben mehr. Kein schönes zumindest, oder?